Jesus,
nachgeschrieben. Und alle Heiler, deren Herzen betrübt ist, damit ich die Entlassung der Gefangenen verkünde und die Befreiung der Gefesselten, damit ich ein Jahr der göttlichen Gnade verkünde, ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Sinus erfreue, ihnen Schmuck bringe, anstelle von Schmutz, Freude statt Trauer, Jubel statt Verzweiflung. Man wird sie die Eichen der Gerechtigkeit nennen, die Pflanzung, die der Herr seine Herrlichkeit zeigt. Wort des Herrn. Evangelium des Herrn Jesus Christus.
sollte dem Allmächtigen Dank gesagt werden. Dank für die Kirche, Dank für den Gottesdienst, Dank für das Kirchenvolk, das seine Kirche noch nicht verlässt. So ist die Kirche ein Spiegel. Ein Spiegel unseres Glaubens, den sie uns einfließen will, und ein Spiegel einer Gemeinde, einer christlichen Gemeinschaft. Die Kirche ein Spiegel des Glaubens, oh ja, Gott hat den Mensch so erschaffen, dass der Mensch nie und nie vergessen hat, seine himmlische Herkunft. Immer und immer hat es im Herzen eine Bewegung gegeben, die sich nach oben richtete, nach dem Ursprung des irdischen Daseins. Und so hat man Gott immer gesucht, denn der Mensch fühlte sich nicht nur von Gott abstammend, sondern von Gott abwesend wegen seiner Sünde. Doch muss der Mensch seinen Gott suchen und finden. Die alten Heiden haben große Tempel gebaut, diese Tempel vollgefüllt mit ihren Götzen, die angebetet wurden. Das israelitische Volk hatte keinen steinernen Tempel im Anfang, sondern ein heiliges Zelt, das Bundeszelt, wo sie Gott begleitete. Und Gott gab ihnen ein Zeichen seiner Begleitung und seines Daseins. In der Nacht eine Feuersäule, bei Tag eine Wolke über dem Bundeszelt. Und da haben die Alten gesagt, Gott ist bei uns, Gott begleitet uns, Gott segnet uns. Und wir Christen, wir sind noch näher zu unserem Gott. Wir verkündigen keinen Aberglauben, wenn wir singen, hier ist Jesu Leib und Blut, unser allerhöchstes Gut. Weil Christus so nahe zu uns gekommen ist, dass er nicht nur in einem steinernen Haus, nicht nur unter heiligen Zeichen, sondern persönlich und selbst in geheimnisvoller Weise und doch bei uns wirklich und wahrhaftig gegenwärtig ist. Und diese Gegenwärtigkeit wird ausgedrückt beim Altar, beim Tabernakel, beim Kirchenturm. Die ganze Kirche ist ein heiliger Spiegel, der uns aufzeigt, schaut, Gott ist bei uns und mit uns, und wir sind seine Gäste und seine gesegneten Kinder. Ja, Gott ist mit uns, die Kirche verkündet uns das. Aber die Kirche ist nicht nur ein Spiegel des Glaubens, sie ist auch ein Spiegel des gläubigen Volkes. Wenn ein Dorf eine vernachlässigte Kirche hat, dann kann man sagen, das ist ein vernachlässiges Volk. Verstaubte Kirchenwände bedeuten verstaubte Seelen. Solche Seelen, die kein Opfer kennen, keine Sorgfalt haben, die ihren Gott nicht zerlieben und nicht
uns den Glauben einer Gemeinde. Wie Billy St. Ivan kenne, hat St. Ivan mit seiner Kirche und für seine Kirche immer eine Sorge getragen. Da kam noch in unserer Jugendzeit der Pfarrer Rotherburg, und wie viele Sorgen hat er gehabt und wie vieles hat er getan für eure Kirche, für unsere Kirche, für die katholische Kirche. Wenn ich mich gut erinnere, ist der Turm nicht nur einmal neu bestrichen worden, dann kam seine Sorge für die Orgel, dann kam die Heizung, dann sind gekommen die Bilder, die Statuen, die Messgeräte. Man kann ja nicht alles merken und aufzählen, was er mit eurer Hilfe getan hat, dass St. Ivan kein nachlässiges, sondern ein gepflegtes Volk sei. Dann kam Pfarrer Angeli in einer schweren Lage nach dem Vatikanischen Konzil, und seine Sorge war, die Erbschaft irgendwie schöner gestaltet. Und so kam der neue Altar, der Hochaltar wurde versetzt vom Vater Tabernakel auf den Hochaltar. Und alles wurde geordnet. Und damals war das schwer zu ertragen. Jetzt sagen wir aber, er hat es gut gemeint und gut getan. Dann hatte er seine Sorge mit der Kirche, mit dem Dach der Kirche. Das hat er auch sehr schön hergerichtet. Dann die Sakristei und die Kleinigkeit. Dann kam Pfarrer Haut, der war auch nicht ohne Sorgen, und ihm fiel dann die Orgel zu. Und zuletzt kam jetzt diese schöne Arbeit, wo eine Kirche innerlich und äußerlich sehr schön ist und berühmt wird. Und wer weiß, was noch kommen wird. Denn es gibt keine Rast. Das Leben bedeutet eine stete Bewegung. Wenn einmal keine Bewegung da ist, dann wird das Leben aussterben. Vielleicht kommt ein neues Gesangbuch für euch. Vielleicht kommt dann mit der Zeit ein elektrischer Glockenbetrieb oder eine automatische Glockenuhr. Also ich kann keinen Rat geben. Nur so viel: die Kirche soll geliebt bleiben und die Sorge soll nicht kleiner werden. Alles soll immer und immer gepflegt sein. Und wenn das so ist, dann haben wir die Hoffnung, dass wir nicht nur äußerlich glänzen, sondern innerlich mit Gott verbunden und mit Gottes Segen leben dürfen. Darum schließe ich, meine Lieben, mit einem Wort des Dankes. Es sei Dank gesagt dem Allmächtigen, der uns die Gnade gab, dass sie diese Kirche so schön errichten konnte. Dann sei Dank gesagt dem Gemeindevorstand, dem Kirchenvorstand, allen, die bei der Arbeit dabei waren, allen, die sich dieser Restaurierung erfreuen. Dank sei gesagt allen, die ihre Kinder in diese Kirche bringen und die dieser Kirche treu bleiben. Gott
mit den Gaben deines Geistes, damit sie den Glauben weitergibt an die kommende Generation. Erleuchte die Lehrer und die Forscher der Theologie, damit sie deine Wahrheit immer tiefer erkennen. Sei ihnen nahe, die in dieser Kirche Trost und Hilfe im Gebet suchen. Beschütze alle Familien, die in unserer Kirche die Sakramente des Heiles empfangen. Unsere Kirche und unsere Gemeinde vertrauen wir dir an. Denn du bist unser Vater und der Herr der Welt in alle Ewigkeit. Gibst du uns
und feiern Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leistung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Amen.
Thank you.
hilf uns nach dem Vorbild des heiligen Martin, deinen Willen zu tun, damit wir gleich ihm dir wahrhaft angehören. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Hirdetjük a kedves testvéreknek. Most 9 órakor magyar nyelven lesz Szent Mise, délután 3 órakor litániát tartunk a hívek vezetésével. Hétfőn, holnap november 11-én Szent Márton püspök emléknapja. Szent Misét este 6 órakor Haut József plébános atya halálának első évfordulóján őért mutatjuk be. November 12-én kedden reggel 8 órakor a Szent Misét Taller Mihály és Elbúg családtagjai lelkű. Thank you.
Thank you.